Motoren haben wir nur abgedichtet, Einlasskanäle haben wir gereinigt. Hast du schon mal so einen Versuch gestartet? Willkommen bei den Kfz-Fotos, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich wieder um den Audi A6, der knapp 400.000 gelaufen ist. Die letzten Tage haben wir ja sehr viel gemacht bei dem Wagen, wie zum Beispiel die Injektoren haben wir neu abgedichtet. Die waren ja ein paar Stück undicht. Und was haben wir noch gemacht? Ansaugbrücke rausgenommen, Wagennuss, Einlasskanäle haben wir gereinigt. Haben wir dadurch mehr Leistung oder nicht? Wir haben den gemessen, 286 PS. Das ist ja der Motor mit 245 PS. Also wurde der irgendwann mal gechippt. So sieht der aus. Bei meinem eigenen Wagen mache ich Auge. Das ist Wahnsinn. Habe ich besorgt, mache ich heute auch dran. Ach, meine GoPro. Und ich suche die ganze Zeit. Wie ruhig der läuft. Einfach nur geil. Seit wann zeigt er das an? Habe ich ja nie gesehen. Er kriegt wieso eine Inspektion, das haben wir noch nicht gemacht. Luftfilter haben wir gemacht, es ging ja gar nicht. Luftfilter musste neu. Wir fahren jetzt da mit dir und werden den einmal nochmal messen. Ja, also viele wissen natürlich, ich stehe auf Messen, so ist das nicht. Aber können wir das den Kunden sagen, ey, reinigt die Ansaugbrücke, reinigt Einlasskanäle, bringt das wirklich was? Das ist ja heute sehr interessant. Oh. Lichter auszumachen, habe ich vergessen. Jetzt muss ich wieder warten, bis der wieder hochgeht. Und dann die Lichter ausmachen. Oh. Jetzt hole ich den wieder hoch. Manchmal bin ich faul, muss ich sagen. Ich hätte ja auch aufstehen können und rein kurz die Tür aufmachen können. Nein, ich mache Tor wieder auf. Ich hätte auch diesen Lichtschalter einfach drücken können. Mache ich auch nicht. Und was mache ich? Alexa, mach Werkstatt auf. Bevor wir nach mit dir fahren, müssen wir natürlich das Wichtigste zuerst machen. Ganz klar. Was ich aber merke, ist echt, Motor läuft sehr, sehr ruhig. Allein deswegen hätte ich schon alles gewechselt. Ich kenne den ja schon mittlerweile, das Auto. So ruhig war der noch nie. Das gefällt mir. Wir haben jetzt die 100er Zone. Leute, ich kann das jetzt gar nicht einschätzen. Also ich muss hier, glaube ich, nochmal beschleunigen. Also so hat der noch nie gezogen. Was ich sagen kann, er ist auf jeden Fall besser als vorher. Safe. Also jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Die genieße ich jetzt. Wahnsinn. Was war das denn? Mal mit dir angekommen. Alter, das Ding glänzt aber. Mit dir. Ja. Wie geht's dir, mein Bruder? Wieder. Fantastisch. Bruder. Ich bin top vorbereitet hier auf dein Auto. Ey, das ist schon 2 Wochen her, dass ich hier war. Ich hab schon ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe das ja auch alles verfolgt, deine ganze Schlammparty da. Und jetzt will ich mal sehen, was hier heute dabei rauskommt. Was ist das eigentlich? Von Lincoln Mollison System. Damit kannst du im Prinzip Chemie da reinleiten, ja. Quasi ins ganze Saugrohr und so. Und das löst oder macht diese Verkorkung weich und spült die dann so mit der Zeit in den Motor, es wird verbrannt. Mhm. Und also da, wo es von vornherein hin soll. Ist das dieses BD-Reinigung oder so, wie man ja, das nennt? Ja, das ist ein anderes System, aber gleiche Prinzip. Ja. Ne? Und wo steckt man das rein? Also wie läuft das jetzt? Das hat 2 Funktionen. Einmal reinigt das Saugrohr, also das, was du sauber gemacht hast. Man leitet diese Chemie im Prinzip kurz vor Saugrohr rein. Die Beinleitung ist halt für das Kraftstoffsystem. Also du klemmst das Kraftstoffsystem vom Tank ab. Ach so. Dann ist das dann neuer Kraftstofftank. Und da kommt rein, je nach Benzin, Benziner oder Diesel, kommt dann halt Kraftstoff rein mit so hochdosierten Reiniger und das macht die Injektoren, also die Düsen, von innen sauber. Also quasi, das erspart mehr oder weniger das Ausbauen ins Ultraschallbad. Ich muss dazu sagen, das ist für eher so eine vorbeugende Geschichte. Also jetzt bei deinem Auto, wo das jetzt so krass verschmutzt war, würdest du das hiermit schaffen, aber es dauert viel zu lange, es ist zu ineffektiv. Also es dauert viel zu lange, du brauchst viel zu viel von der Chemie, um so ein Ergebnis zu erreichen. Ja, in so einem Fall brauchst du, das ist eher so für Autos, sag ich mal, wo das noch nicht ganz so stark fortgeschritten ist, um das vorbeugen zu machen, damit es im Prinzip dauerhaft sauber bleibt, so kann man sagen. Ja. Und vielleicht machen wir das sogar mal irgendwann, wenn du mal Lust hast.
Ja. Ne? Dass wir das mal einmal mal testen. Was wir alles hier gemacht haben, hast du mitgekriegt. Abgebaut. Ansaugbrücke sauber gemacht, ja, den ganzen Schlamm da raus. Ja. Genau. Einlasskanäle mit Banus. Ich habe den gerade gefragt. Ich sag dir, es ist ganz anders. Mit den 286 PS, die wir vorher hatten, hier hast du den schon auf, habe ich gesehen. Schon mal aufgemacht, damit wir gleich einen sehr guten Vergleich haben. Ne? Genau, 286 PS, aber 674 Newton. Und hier sieht man das Ganze nochmal. Alles super, hast du ja auch gesagt. Und jetzt meine Frage, hast du schon mal so einen Versuch gestartet? Ja, habe ich. Aber allerdings anderes Auto, anderer Motor, alles anders. Okay, was für ein Auto war das? Das war ein BMW 50 Motor. Diese? Die stärkste Version davon. 550. Ne, stimmt gar nicht. Stimmt, den gibt's auch noch. Ne, dann die zweitstärkste. 535. Es kam nichts raus, sagst du? Ne, nicht nix, aber nahezu nichts. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass es nichts gebracht hat. Unterm Strich ist das vielleicht auch nicht unbedingt der Hauptgrund, weshalb man sowas macht. Ne? Weil ich meine, du hast es ja selber gesehen und du weißt, technisch gesehen ist das nicht geil, was da für Brocken und für ein Schlamm drin ist. Ne? Also wer das Video gesehen hat, auf der rechten Seite kam nichts raus. Der Motor läuft ja nicht mal gleichmäßig, ja. Er läuft nicht effizient, also... Es wird aber auch 100% nicht so sein, dass man diese Erfahrungen jetzt auch, die wir jetzt heute wieder sammeln, dass man die auf jedes Auto und jeden Motor übertragen kann. Ja, weil du hast ja in dem Video auch schon gesagt, ja. Da gehen ja die Kanäle so runter. Ne? Ja. Und das alleine ist ja schon nicht bei allen Motoren so. Genau. Und demnach ist auch die Verschmutzung von Auto zu Auto oder von Motor zu Motor eine andere. Und demnach hat das auch einen anderen Einfluss. Ja? Da ist ohne den Schlamm, der Kanal ist richtig klein geworden, muss mehr Leistung bei oben kommen. Ja? Aber im letzten Versuch habe ich das auch gedacht. Die Erwartungen waren groß und das Ergebnis war dann halt nicht so groß. Aber das werden wir wahrscheinlich heute auch sehen, dass das nicht immer unbedingt auf jedes Auto zu übertragen ist. Ja. Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich einen Turbolader. Wir haben noch einen Partikelfilter. Wir haben noch einen Verschleiß vom Motor. Das Einzige, was Einfluss darauf hat. Genau. Ja. Deswegen, es sind so viele Sachen, was natürlich auch mitwirken kann. Aber vom Gefühl her, ich sag, der Motor läuft besser, der zieht besser. Ich sag mal, wenn wir jetzt anstatt 286 PS auch nur 290 PS haben, dann lohnt sich das auch schon. Klar, es wäre natürlich schön, mehr Leistung und Drehung mitzubekommen. Aber der Hauptgrund ist ja wahrscheinlich, dass man möchte, dass der Motor im technisch guten Zustand ist und möglichst lange läuft. So. Ja, und ich denke mal, das wird man damit auf jeden Fall erreichen, ja, weil mit so einer ungleichmäßigen Zylinderfüllung und so, das kann nicht gut sein. Ja. Ich fahr mal rein. Auf einmal bringt gar nichts, wir haben sogar schlechtere Leistung. Das wäre es aber, ne? Boah! Das war zu weit. Ja, seit der Reinigung ist der Gitter ab, weißt du? Auto ist drauf. Wir müssen noch kurz einrollen und dann können wir messen. Dann ist es endlich soweit. Ja. Wie immer, Tradition. Ich gebe hier mal Schätzungen ab und ich bin die Autos noch nie gefahren. Genau. Aber es ist ja quasi einfach aus Spaß deiner Freude. Ne? So ist es. Deshalb habe ich, glaube ich, bisher auch jede Schätzung verloren. Du hast die Reinigung gesehen, du hast die Düsen gesehen, alles drum dran. Du hast den natürlich nicht gefahren, wie immer. Aber was willst du schätzen? Zu meiner Erfahrung will ich, glaube ich, dieses Mal... Ich sag 299 PS. 299 PS und 690 Newtonmeter. Ich sag ein bisschen mehr, ich sag 320 PS. Ich kenne den Wagen, ich fahre schon seit 1500 Kilometer damit. Es fühlt sich viel brutaler. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde. Meine Erfahrung war damals schon, dass vor allem so die Füllung im unteren Drehzahlbereich, wo kein Spitzenwert ist, dass da die Füllung besser wird. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das beim Fahren richtig, also auch im Teil, das richtig gut merkt, dass der agiler ist, also mehr Kraft hat bei weniger Gas geben. Ich weiß gar nicht, warum wir die ganze Zeit labern. Lass uns weitermachen. Lass es einfach mal machen. Das will auch wissen. Natürlich, einstellen braucht er nichts. Wir haben den vor knapp hier, 21.02. Ja, haben wir den gemessen. Ganze Weile her, ist ja fast ein Monat. Ja, so schnell geht die Zeit um. Lüfter geht ab.
doch keine 300 PS, aber immerhin mehr PS, aber trotzdem bin ich jetzt gespannt, wie die Kurve aussehen wird. Ja, jetzt kommt das eigentlich Interessante. Ah, okay. Aber du siehst das ab. Warte mal, wie machen wir das? Kann man das so erkennen? Die Farbe ist ein bisschen blöd, ne? Machen wir hier irgendwas Kräftigeres. Pink. Ja, ab hier ungefähr trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Also jetzt sind hier so 2100, fast 2200 Umdrehungen. Und ab hier ist der stärker geworden, tatsächlich. Ne? Und das über das ganze Drehzahlband. Also man denkt immer, jetzt hier 10 PS oder so merkst du nicht. Oder behaupten zumindest der Großteil der Kunden. Ich weiß, früher hat dir einer gesagt, hier schraubt ihr Sportauspuff drunter und bringt 10 PS. Ist es das nicht, weißt du? Das wirst du auf jeden Fall merken. Das macht auf jeden Fall einen größeren Unterschied, als die meisten das vorstellen würden. So, ne? Nicht schlecht. Wie viel habe ich geschätzt? 299, ne? 299. Habe ich diesmal gewonnen. Hast du diesmal gewonnen. Ich natürlich sofort übertrieben, 320. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als das letzte Ergebnis, ja. Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, 400.000 gelaufen. 680 Newton, das ist Wahnsinn. Ja, und die merke ich auch. Allein die Reinigung hat 6 PS mehr gebracht und knapp 6 Newton mehr. Aber, ja, brauche ich ja nicht sagen, Verbrauch wird es auf jeden Fall auch weniger sein dann. Und das wird vermutlich nur kommen, weil der jetzt gleichmäßiger gefüllt wird, also denke ich. Ne? Genau. Hier hast du schon teilweise 273, ne? Hier hast du 7 PS sogar mehr. Ja, das ist jetzt nur der Spitzenwert. Ja, das ist nur der Spitzenwert. Das kann auch durchaus sein, dass hier irgendwo jetzt zum Beispiel an der Stelle sieht es ein bisschen dicker aus hier, oder diese Differenz, ne? 273 zu 280, fast 8 sogar. Also das ist nur der Spitzenwert miteinander verglichen, da sind es dann halt ungefähr diese 10 PS, 6, ja. Für so eine Reinigung, ich finde das viel. Ja klar, mit welchem Tuning-Teil Plug-and-Play einbauen kriegst du so viel Leistung? Ich würde sagen, mit gar keinem. Nee. Zu der Reinigung dann noch irgendwie einen geilen Nebeneffekt hast, ne? Dass er mehr Leistung hat und einfach sauberer läuft. Ja, ich finde das geil. Ich finde die Kurve sehr, sehr schön. Was können wir sagen dazu? Dass so eine Reinigung sehr viel bringen kann. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Sollte man auf jeden Fall machen. Man sollte das Thema nie ignorieren. Ja. Vor allem auch das Thema mit den Injektoren. Ja. Also so wie der jetzt ist, bin ich begeistert. Es sei denn, du sagst mir jetzt irgendwas mit der Software. Weil das wird ja auch sehr, sehr interessant. Wie ist die Software? Da gibt es auf jeden Fall ein paar Themen, die sehr interessant sind, denke ich. Ja. Okay. Da wirst du wahrscheinlich auch noch nicht viel von gehört haben, denke ich. Also ich weiß es nicht, aber es ist so meine Einschätzung. Unbedingt so einen Test mal machen. Wir haben es jetzt gemacht. Wir lassen das dabei. Ja, genau. Das Ergebnis ist super. Auf jeden Fall. Hätte ich mir zwar erhofft, aber so richtig mit gerechnet auch nicht. Ne? Aber top. Ich habe ja alle Reinigungen jetzt gemacht. Und wenn wir jetzt hier im Endeffekt nur 280 PS hätten, hätte ich das trotzdem gemacht. Ganz ehrlich, auch wenn er weniger Leistung hat. Ich merke ja, wie er fährt. Ruhiger, besser. Mit dir? Hast du was zu sagen? Danke, tschüss, auf Wiedersehen. Das war aber kurz und knapp hier. War doch sehr interessant, oder nicht? Wenn euch das Vergleich hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich einmal liked. Und mit dir könnt ihr auch natürlich abonnieren. So ja, Tuning. Ne? Abonniert mich auch. Genau. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Software analysieren. Also er meint, er hat irgendwas vorbereitet, keine Ahnung was. Es wird sehr interessant. So, Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Kraft zu ziehen. Bis dann, auf Reihen. Ciao. Mit dir, Dankeschön, mein Lieber.